Jetzt aber, jetzt Ton da, alles gut, alles gut. Jetzt aber, jetzt Ton da, alles gut. Jetzt muss ich mich selber noch muten. Jetzt hört ihr mich, ne? Jetzt könnt ihr mich hören, oder? Ja. Also Leute, ich habe mir das nochmal ein bisschen anders überlegt und ich habe es mir von Knossi abgeschaut. Und zwar habe ich ja hier GTA verlost und habe gesagt, kommentiert das und dann lose ich einfach einen aus. Aber ich dachte, komm, ich mache das so wie Knossi. Hier ist übrigens nochmal das Spiel. Noch original verschweißt GTA 5 für die Xbox hier. Darum geht's ja. Und ich dachte, komm, wir machen einfach mal ein bisschen Spaß hier. Ihr seht hier Deal or No Deal. Und jetzt kann jeder, der hier im Chat ist, eine Runde spielen. Er schreibt halt in den Chat rein, welchen Koffer er will. Also ich erkläre mal das Spiel kurz für die, die es nicht kennen. Ihr pickt euch gleich einen Koffer, irgendeine Zahl, diesen habt ihr dann safe. Und dann müsst ihr 5 Koffer sozusagen weg, ja, auswählen und die werden dann geöffnet. Und in diesen Koffern sind verschiedene Geldbeträge drin. Und nach diesen 5 Koffern, ihr müsst natürlich hoffen, dass ihr kleine Geldbeträge erwischt, macht der Computer, also die Bank, euch ein Angebot. Dieses Angebot an Geld könnt ihr dann annehmen oder ablehnen. Danach müsst ihr 4 Koffer öffnen, dann kommt wieder ein Angebot, 3 Koffer und so weiter. Und ihr könnt halt zwischendurch immer wieder aufhören und das Angebot annehmen oder ihr zockt durch und wir spielen einfach gleich mal und dann seht ihr das. Und wer halt am Ende die höchste Summe erspielt hat, der gewinnt GTA. Der gewinnt GTA. Ja, mach mal nicht zu viel Lärm. 10 Leute reichen, ganz ehrlich. Es wird ja ein bisschen dauern, weil jeder ja jetzt eine Runde spielen muss, ne? Also, ja, so eine Runde dauert aber auch nur 5 Minuten oder so. Ich weiß nicht genau. Aber mach mal nicht hier so 100.000 Leute oder so. Wir spielen jetzt einfach das mal. Wer will denn jetzt mal anfangen? Schreibt mal im Chat, wer hat Bock jetzt einfach mal anzufangen? Wir machen das einfach jetzt so. Ist doch egal. Es geht hier nur um GTA 5. Die Spiele schon 100 Jahre alt. Wahrscheinlich hat es eh jeder schon. Aber ist ja egal, man kann was gewinnen. Wir machen es einfach mal. Ich. So, Max. Also YouTube-Name Max. Ich weiß ja, wer du bist. Du warst jetzt der Schnellste hier in meinem Chat. Und mit dir fangen wir an. Ja, du fängst an. Pass auf. Ich weiß gar nicht, ich mache hier mal Sound an. Hört ihr ein bisschen den Sound von dem Spiel? Ja, ne? Ja, ich darf nicht zu laut machen. So, du fängst an. So, jetzt drücke ich hier auf Play. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung, ich hoffe, das ist jetzt ganz normal. Ich habe es vorhin einmal getestet. So, ihr seht jetzt hier, oder du siehst es hier, 26 Koffer. Und in jedem ist hier jetzt so ein Geldbetrag. Diese ganzen Dinger sind hier drin. Du suchst dir jetzt einen Koffer aus, du nimmst die 13. Und immer, was du auch als erstes schreibst, nehme ich jetzt. Du nimmst jetzt die 13. Hä, wieso muss man denn 7? Ja, moin, ich habe es direkt verkackt. Hätte ich mal das Spiel getestet vorher. Hä, warum muss man denn 7 aussuchen? Ja, moin. Direkt blamiert. Warum muss ich 7 aussuchen? Was ist das für ein Müll? Warte mal kurz. Ach so! Oh, scheiße! Du... Okay, du musst jetzt 7... Okay, hier ist das ein bisschen anders. Sonst kenne ich das immer, dass man erst 5 aussuchen muss, aber du musst direkt 7 wegmachen. Pass auf. Ich habe jetzt schon einen für dich weggemacht und das war auch nur 75 Euro, also war es eigentlich perfekt. Habe ich dir jetzt ein bisschen geholfen? Pass auf. Warte, erstmal muss ich jetzt hier die Namen natürlich aufschreiben. Also, du musst jetzt noch 6 Koffer wegballern und hoffen natürlich, dass niedrige Beträge wegfallen, damit er ein hohes Angebot macht. Also, ich habe dir jetzt ein bisschen geholfen, ich habe dir jetzt einen schönen Koffer weggemacht. Max, welcher Koffer? Du musst jetzt noch 6 weitere Koffer, 6 Zahlen nennen, diese Beträge gehen weg. So, 26. Was ist da drin? 100, auch sehr gut. 25. 25 geht auch weg. 400, Alter, bisher sieht es sehr, sehr gut aus. Alles, wenn links, links ist immer gut. 24. Wie findet ihr die Frau? Ah, 10.000, naja, es geht noch. 3, 8 und 5. 3. 10 Euro nur. 8. Und 5. Wenn wir jetzt den genommen haben, wird er dir gleich ein Angebot machen. So kenne ich es jedenfalls. Oh, die 1 Million ist weg. Jetzt hat man hier irgendwie so ein Scheiß, dass man... Wir machen das aber nicht. Wir machen hier ohne Zusatzfunktion, dass man den Koffer wieder reinmachen kann. Das machen wir nicht. So, jetzt ist leider die 1 Million weg. Das tut natürlich weh. 34.000, nur 15 Sekunden, Digga, schreib. Willst du Deal oder No Deal? Oh, Mann, warum ist das mit Zeit? Was ist das für ein Abfuck-Game? Er sagt direkt ablehnen, immer ablehnen. Ablehnen, No Deal. 34.000 hat er geboten, er will es nicht nehmen. Digga, was ist das für ein Schmutzspiel? Na egal.
Alles gut. Worum geht es? Es geht darum, dass hier jeder jetzt einmal No Deal, Deal oder No Deal spielt und der Gewinner kriegt GTA. So, jetzt musst du 6 weitere Zahlen nennen, Digga. Einmal in den Chat 6 weitere Nummern, die ich rausnehmen soll. Ach, ist das warm, Leute. Es gibt ja auch noch verschiedene Versionen. Die Version ist ein bisschen komisch. 6, 4, 21. Ja, schneller geht's nicht, Digga. Die Animation der Frau muss immer erst kommen. 4. Oh, Digga. 21, 18. Oh. Ja, du bist doch noch gar nicht dran, Knutzner. 15. Oh, 1 Euro weg. Und 10. So, eben hat er dir 34 geboten. Jetzt bietet er dir 40.000. Annehmen oder nicht annehmen? Du musst schnell schreiben, 14 Sekunden. Digga, das ist... Er sagt weg, also no deal, weiter geht's. 4 Stück. Ja, du kannst als nächstes, alles gut. Max 4, Koffer bitte. Eins, zwei, neun und 12. Nice one, baby. 2. Oh, 500.000 weg. Das tut weh. 9 und 12. So. 25. Also es ist nur noch 100.000 und 300.000 drin. Er wird dir nicht mehr viel bieten. 29.000. Was sagst du, Max? Nimmst du an oder zockst du auf 100 unter 300.000? Digga, schreib! In letzter Sekunde No Deal habe ich geklickt. Bruder. So, 3 Koffer. 3 Koffer. Jetzt wird's spannend. Jetzt musst du 3 Stück von hier links nehmen. Wenn du hier einen pickst, dann sieht's schon schwer aus mit dem heutigen Gewinn, weil ich denke mal, da wird wer besser sein. So, 3 Zahlen, Digga. 11, 14, 16. 11. Gut. 14. Eieieiei. Und 16. Oh. Also nur noch die 300.000. Er bietet dir 38.000. Was sagst du? Schnell entscheiden, Deal, No Deal? Er sagt wieder weg. Immer weg. Er will auf die 300.000 gehen. Er denkt bestimmt, in seinem Koffer ist 300.000. So, sag 2 Stück an. Schnell, schnell. Ich sehe gerade, dass ich hier mit meiner... wartet mal. Digga, zieh das klein. Ich bin immer über diesen Beträgen, ne? So ist besser. So, 19, 29, 19. Digga, du musst nur 2 Koffer, ne? Hä, 29 gibt's doch gar nicht. Ach so, ja, das hast du mir geschrieben, alles gut. 22. Oh, so jetzt, also, es sind noch 5, 15, 200 und 300.000. Er bietet dir 63.000, das ist dein höchstes Angebot. Komm, komm. Deal oder No Deal? Was sagst du? Rührei, Junge, du bist noch nicht dran. Deal oder No Deal? Er sagt wieder weg. Er will echt auf bis zum Ende gehen. Ob das schlau ist, ich weiß es nicht. Ja, dann sag mal an, ein Koffer brauche ich nur. Ein Koffer. Und du hast immer nur 15 Sekunden über. Schreib am besten jetzt schon mal rein, ablehnen oder nicht. Damit du so schnell abschicken kannst, weil ich habe Verzögerungen. Oh, Alter, er lackt so rum, der Junge. Wie bei Call of Duty. Er bietet dir 88.000.
Was sagst du? Er macht immer ablehnen. Er ist dumm. Er ist schlau, guter Junge. Was sagst du jetzt? Ein Koffer wieder raus? Er lehnt immer ab. Schreibt eine Zahl, 23 oder 17? 23. Überleg dir schon mal, ablehnen oder nicht. Wir haben immer nur wenig Zeit beim Annehmen. Digga, da ist die 300.000 weg und damit... Er bietet dir 10 Euro. Was willst du? Willst du annehmen? Oder zockst du auf die 15 Euro? Das ist ja geil. So, jetzt kannst du dich entscheiden, willst du deinen Koffer oder willst du die 17 haben? Welchen Koffer willst du haben? Nicht welcher weggeht, sondern... Ich starte bei dir nicht neu, Junge! Wir nehmen jetzt dein... Du hast verkackt! Jetzt kommt der nächste dran. Du nimmst die 13, 15! Ich schreibe auf 15, also wenn das keiner überbietet, dann weiß ich auch nicht. Bam! Gut gespielt, Junge! Du hast irgendwas verloren. So, jetzt wollte spielen. Merkan Ali. Merkan Ali habe ich jetzt als nächstes. Ey, ich weiß nicht, ob man hier unbegrenzt spielen kann, sonst muss ich gleich nochmal was anderes raussuchen. Play again. Kostet immer 50.000, wollte ich mich verarschen. Ey, jetzt kommt kurz Werbung und so. Ich schreibe kurz den Namen auf. Ja, Merkan Ali spielt zuerst. Danach kommt Christian König, dann kommt Arwan. So machen wir jetzt erstmal. Ich schreibe schon mal auf. Christian. Arwan. So. Was ist das hier für ein Schmutz? Tschüss. Nein. Skip. So. Merkan, such dir einen Koffer aus. Und wie gesagt, bitte, wenn ich den letzten Koffer gleich wegmache, ihr müsst schnell schreiben, Deal oder No Deal, weil die Zeit läuft ab. Okay, danach Garn. Dann Olli. Vafaut, der da noch drin ist. Dann Rührei. Ja, und dann machen wir, gucken wir mal, wer da noch dann ist. Da noch da ist. So, Merkan. Ich brauche einmal deinen Koffer. 10. Gut, Koffer ist gepickt. Und jetzt brauche ich 7 Zahlen von dir, die weg sollen. 7 Koffer bitte. Einmal 7 Zahlen reinballern. King Albert ist auch noch da. Schreibe ich auch noch mit auf. Alles gut. So, 7 Zahlen merken. Eigentlich ganz spannendes Spiel, ne? Beim nächsten Mal geht's dann um Auto. Im Moment geht's hier. Hier drum, GTA. So, da sind schon mal die Zahlen. 3. 400 ist gut. 5. 400.000 tut schon weh. Tut schon ein bisschen weh, muss ich sagen. Tut echt weh. Ist schon ein sehr, sehr hoher Betrag. Oh, fängt ja sehr gut an. Fängt ja sehr gut an. 2 hohe Beträge weg. 10 Euro nehmen wir mit. 26. Eieieiei, du haust ja gleich alle großen Dinger raus. 8. Ah, 50.000 ist auch auf der rechten Seite. So, und jetzt 17. Überleg bitte jetzt schon mal Deal oder No Deal, was er dir gleich anbieten wird. Ganz, ganz schnell reinschreiben bitte. Deal oder No Deal. Willst du gleich dieses Angebot annehmen von der Bank oder nicht? 17. 75.000 auch noch weg. So, er bietet dir 31.000. Du wärst im Moment führender, wenn du es annehmen würdest. Deal oder No Deal? 9 Sekunden. Man hat ja echt kurze Zeit, das ist scheiße. Mit Verzögerung im Livestream. Er sagt No. Zeit ist abgelaufen. Oh, okay, wenn es abläuft, ist sowieso No. Und du kannst ja dann im Nachhinein noch sagen, yes, dann können wir immer noch diesen Betrag nehmen. Ist halt mit Livestream ein bisschen schwer. So, jetzt brauche ich wieder 6 Zahlen von dir, welche raus sollen. Führender ist im Moment Max mit 15 Euro. Ist okay.
So, ich brauche sechs Koffer von dir, Merkan. So, danach ist Christian König dran. Digga, es ist so warm, ne? 15. 200, sehr gut. 16. Auch gut. 19, 20. Der Dicke tut weh. Oh, 20. Ey, du hast nur noch drei große. Das ist schon scheiße, aber man kann nichts machen, das ist halt Glück. 2. So, überleg dir schon mal Deal oder No Deal. Schreib es ganz schnell in den Chat. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er erhöht. Hier war dein voriges Angebot 1 und 3. Oh, er erhöht tatsächlich 55.000, weil die Million halt noch drin ist. Deal oder No Deal, Merkan? Er sagt ja. Du machst Deal? Okay. Ich konnte zwar jetzt nicht drücken, aber du hast Deal gesagt. 55.000. 100. Wartet mal. Ich klicke jetzt mal kurz 4 Cases, damit ich gleich nochmal sehe, wie genau die Summe war. Es kann entscheidend sein. Jeder Cent kann entscheidend sein. Du hast angenommen. Ist alles gut. Ja, alles gut, alles gut. So, Merkan Ali hat angenommen. Hier, 55.293 Euro. Und dann, ja. Das war jetzt das, was ich hier weitergespielt habe. Das zählt jetzt nicht. Du hast 55.000, alles gut. Ja. Und jetzt kommt der nächste dran. Christian König. In deinem Koffer wäre übrigens 1.000 gewesen. Digga, wenn ich hier gleich nur noch einmal spielen kann, weil es immer 50.000 kostet. Ah, nee, weil ich habe jetzt. Ah, alles gut, alles gut, alles gut. So. Christian König. Was nimmst du? Welche Zahl nimmst du? Welchen Koffer? Gucken wir uns noch kurz die Werbung hier an. Oh, ich habe 250 Euro Gutschein gewonnen. Ja, nein, ist klar. Alles gut. So, Christian König. Danach ist Avan dran. Avan Ali. Du nimmst die 20. Alles klar. Zack. Und sieben Zahlen, die raus sollen. Sieben Koffer, die raus sollen. Einmal bitte. Also Max hat schon mal verloren mit 15 Euro, weil im Moment erster Platz Merkan Ali mit 55.000 ist. Einmal sieben Zahlen, Christian König, bitte. Ja, das Gefühl haben wir alle. In der 15. 159. Ich fange erstmal oben an. 1. 5. Bisher gute Zahlen. 1, 5, 9. 23, 21. Ah, 100.000 geht noch gerade so. 21. 4 und 8. Die 9 hatten wir ja schon. 4 und 8 noch. 4. 500.000. Das ist immer scheiße, aber irgendwann müssen halt mal dicke. Das ist Kacke. So, und die 8, überleg dir schon mal, schreib ganz, ganz schnell in den Chat, Deal oder No Deal, wird dir gleich angezeigt, der Betrag. Die Zeit läuft heute immer ziemlich schnell ab. Aber alles gut, kriegen wir auch so hin. 39.000. Eigentlich No Deal, weil es ist ja schon einer mit mehr. Also es würde ja keinen Sinn machen, wenn du jetzt annehmen würdest. Das hat ja schon einer 55.000. Also No Deal, ja, du schreibst es auch, alles andere hätte gar keinen Sinn ergeben. 6 Zahlen bitte, 6 neue Zahlen. Du musst ja Merkan Ali mit 55.000 überbieten.
Macht doch jetzt einfach hier die 1 Euro weg, 5, 50, alle hintereinander hier. Das will ich mal sehen, ey. Aber so viel Lack. Naja, man kann passieren, ne? Und am Ende mache ich eine Runde und ihr seht dann erstmal, wie das gespielt wird, Leute. Ich hole mir die eine Mille und gewinne mein eigenes Spiel. GTA. Nein, ich werde eine Runde machen, aber ich kann natürlich nicht gewinnen. So, 2. 5 Euro, perfekt. 25. Oh, bisher sehr gut. Bisher sehr gute Koffer. 16. Alter, sehr gut. Der bietet dir richtig jetzt. Wenn du so weitermachst. 18. Ein hoher, na gut. Ein hoher geht. Ein hoher geht. Ein hoher geht. 14. 1 Euro, perfekt. Und die 26, wenn das niedrig ist, bietet er dir richtig Hammer. Wenn jetzt eins von denen hier, 26, überleg schon mal, Deal oder No Deal. Oh, richtig gut. Der bietet jetzt, glaube ich, ordentlich. Er bietet dir 98.000. Wenn du annimmst, bist du führender. Du kannst natürlich noch höher kommen, wenn du No Deal machst. Und nochmal, du musst 4 Koffer gleich öffnen. Du musst gleich 4 Koffer öffnen. Oh, er sagt echt No Deal. Er sagt echt No Deal. Ich lasse die Zeit ablaufen. No Deal. Er sagt echt No Deal. Uiuiuiui. 96.000 wären das gewesen. So, 4 Zahlen bitte. Das wird jetzt richtig spannend. 4 Zahlen. Wenn jetzt natürlich 4 dicke kommen, dann hast du zu viel riskiert. Dann hast du zu viel riskiert. So, 4 Zahlen. Oh, scheiße. Jetzt habe ich den Chat. Na, alles gut. 6, 11, 15. So, wir machen erstmal die 6. Wieder ein kleiner Digga. Alter, richtig gut, richtig gut, richtig gut, richtig gut. Richtig gut. Richtig gut. 15 und 13. Alter, richtig gut. So. Oh, ein hoher war dabei. Aber ich glaube, er überbietet jetzt. Er macht nochmal mehr als 98.000. Er bietet dir 154.000. Deal or no deal? Deal or no deal? Guck, was noch über ist. Du musst 3 Truhen, 3 Kisten. Alles gut, Zeit ist abgelaufen. Du nimmst Deal. Gut, du nimmst Deal. Ich klicke mal kurz 3, damit ich die genaue Zahl gleich nochmal aufschreiben kann. Das war richtig gut gespielt. Ich mach die kleinen Beträge weg. Ja, moin! Guck dir das an. Aber dein Betrag zählt. 154.563 habe ich aufgeschrieben. Jetzt hätte er 272 dank meinen Tipps hier gemacht. Nehme ich natürlich jetzt mal an. Alles gut. Aber es zählt natürlich jetzt das, was du gemacht hast. In deinem Koffer wäre übrigens die 1 Million wäre in deinem Koffer gewesen. Ja, aber du hast jetzt Deal gemacht bei 154.883. Du bist im Moment Führender, Merkan Ali. Somit bist du raus, kannst leider nicht gewinnen. Trotzdem gut gespielt. In deinem Koffer war echt die Mille. Wir haben Plus gemacht. Alles gut. Ja, ach, man kann hier sogar aufleveln oder so. Nein, wir spielen alle in der gleichen Dings. So, wen habe ich als nächstes gehabt? Awan. Awan Ali, du bist dran. Wir gucken uns nochmal die Werbung an. Wir haben schon wieder einen 250 Euro Gutschein für ihren Lieblingsmarkt gekauft, gewonnen. Awan, sag schon mal eine Zahl. 1 bis 26. Hallo Vincent. Vincent ist auch am Start. So, skip, skip, skip. Awan. Awan nimmt die 3. Und direkt 7 Zahlen hinterherhauen, die raus sollen. Danach ist GAN dran, Jan irgendwas. Danach ist Oliver V dran. Dann ist noch King Albert dran. Und wen hatte ich hier noch? Ach, Rührei ist auch noch dran. Rührei heißt, das kann meine eigene Schrift nicht lesen. Kennt ihr das? Ja, es war wirklich ein schönes Spiel damals. Auch Fernsehshow da. Ich weiß noch, wo diese eine zum ersten Mal diese Millionen gewonnen hat. So, Awan. 6.
Ups. 6 geht raus. Gut. Alles, was links ist oder hier oben, ist es gut. 8, 23. Pff, direkt ein 200.000er. Aber kann man nichts anmachen, ne? Ist ja Glücksspiel halt. Zumindest kostet uns nichts. So, 1. Das war gut. 7. Viele kleine Zahlen und auch viele, viele kleine Koffer, viele kleine Beträge drin. 2. 5, sag ich. Boah. Okay. Und die 2. Oh, 2 hohe Beträge leider. Er bietet dir 39.000, ich nehme die Entscheidung ab. No Deal natürlich, weil ja einer schon 154.000 hat. Direkt 6 neue Koffer bitte, die raus sollen. Naja, du schreibst auch, nee, natürlich, das... du musst ja jetzt so lange spielen, bis du ihn überholst. Sechs Zahlen, bitte. Ich würde es geil finden, wenn es richtig knapp wird. Boah, 20? Excellent! 21... Ja, 50.000 geht auch noch. 22 direkt hinterher. 100.000, ja. 14. Ja, es geht noch. 11. Und 9. Ah, der tut weh. Der 300.000 am Ende tut weh. Aber er bietet dir 90.000, aber natürlich müssen wir weiterspielen. Du musst 154 schaffen. Also wenn du jetzt 4 niedrige hast, dann kann es echt sein, dass er dir mehr bietet, weil du noch alle 3 die höchsten hast. Also 4 Nummern einmal bitte, Avan. 4 Nummern. Wenn du jetzt nicht einen von den 3 erwischt hier, dann sieht es richtig gut aus für dich. Dann sieht es richtig gut aus. 4. Autsch, der tut weh. Direkt der 500.000er tut weh. Aber kann man nichts machen. 13. 75.000 geht noch. 24. Digga, du hast hier noch so viele kleine Zahlen. Und 19. Jetzt bin ich gespannt, was er bietet. Er bietet dir 129.000, reicht noch nicht. Du musst weiterspielen. Du musst weiterspielen, es reicht nicht. Du musst weiterspielen und 3 Koffer öffnen. 3 neue Zahlen. Und ich wünsche dir echt viel Glück, dass du jetzt die Zahlen links kriegst. Du kommst immer näher dran an die 154.000 von Christian König. Echt, echt spannend, echt spannend. 3 Zahlen bitte, aber... Oh, jetzt ist wirklich, jetzt ist so ein bisschen, jeder Koffer ist jetzt entscheidend. 26. 1000, sehr gut. 12. Oh, noch besser, 18. Wenn 18 jetzt nicht einer von den beiden dicken ist, ich glaube, dann kriegst du ein höheres, dann kriegst du ein richtig hohes Angebot. 18. Oh, 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 Alter, jetzt. Jetzt. Okay. Also, 224.000. Und du musst jetzt 2 Koffer. Überleg, ob du es annimmst, erster sein willst, oder ob du 2 Koffer öffnest und vielleicht noch ein höheres Angebot kriegst und vorlegst, weil es spielen ja hinter dir, es spielen noch ein paar. Es spielen ja noch ein paar, deswegen, du kannst auch erhöhen. Willst du, nimmst an? Du hast angenommen, ne? Immer, ich hab, ja, du nimmst an, okay. Ich klicke nochmal kurz 2 weg, damit ich nochmal den genauen Betrag aufschreiben kann. Ich pick immer die kleinen, alles gut. Hätte ich mal weitergespielt, Digga. Hätte ich mal weitergespielt. So, du hast angenommen 224.460 und jetzt hätte er dir mehr geboten. Okay, das habe ich jetzt geklickt. Alles gut, zählt natürlich nicht. Ich nehme jetzt nur dieses Geld an, bla bla bla. In deinem Koffer wäre übrigens auch die Million. Auch, auch in deinem Koffer wäre die Million gewesen. Unglaublich. In eurem beiden Koffer wäre die Million gewesen. Hättet ihr mal weitergespielt, aber...
Aber gut, aber gut, aber gut, aber gut. So, play again. Jetzt, wen habe ich gesagt? Ist der überhaupt noch da? Garn, wie hieß der? Garn Baho, bist du da? Garn Baho, Jan Baho, keine Ahnung. Wenn du da bist, ganz kurz mal in den Chat schreiben. Ja, du bist da, gut. Du bist der Nächste, such dir einen Koffer aus. Nenn mir eine Zahl. Also, Arvan führt bisher mit 224.000. Aber ich muss auch sagen, dass derjenige, also die jetzt vorher gespielt haben, haben einen kleinen Nachteil, ne? Aber wir können es jetzt nicht ändern. Weil immer der jetzt danach spielt, der muss ja immer weitermachen. Weil er schon weiß, wo der Erste ist, ne? Aber man kann es nicht, anders geht's nicht, ne? Anders kann ich es nicht machen. Ist halt Pech. Ich meine, es muss ja nicht heißen, dass er trotzdem ein höheres Angebot kriegt. Arvan hat eigentlich einfach gut gepickt, Lack gehabt. Ist halt so. Aber anders können wir es nicht machen. Ach, Masu, du bist das. Ah, alles klar. Du nimmst die 7. Und jetzt bitte 7 Zahlen. Ja. 7 Zahlen, die ich wegnehmen soll. 7 Koffer, die wir öffnen sollen. Warte, dann schreibe ich mal dahin, Masud. Dann weiß ich doch, wer du bist. So, danach ist Oliver dran. Aus dem Chat. Mal gucken, ob er auch die Melle kriegt. So, da kommen die Zahlen rein. 1. Kleine Zahl, sehr gut. 8. Oh, 300.000. 300.000. Weg. Tschüss. 10.000. 12 und 21. 12. 21. 26. Und die 400.000 auch noch weg. Und die 22. Alles natürlich gut für Arvan. 22. Die beiden kennen sich übrigens auch privat, Mastod und Arvan. Also sehr, sehr heikles Duell jetzt hier. Ich kenne die auch. Er bietet die 37.000. Nehmen wir natürlich nicht an. Du musst weiter zocken. Die nächsten 6 Koffer bitte. Hä? Er schreibt 4. Ist das jetzt schon für die Runde? 4? Soll ich aufmachen? Ja, er hat schon 2 dicke weg, aber wenn er jetzt immer weiter die kleinen, dann kann es noch eine gute Runde werden. Also alles nur drin. Solange man hier diese 3 dicken drin hat, alles noch gut. Alles noch gut. Ich brauche 6 Zahlen von dir, Masud. Schreib die ruhig so wie eben alle hintereinander, nicht jetzt hier irgendwie jeder einzeln oder so. Du musst 224.000 knacken. Ja, er muss über 224.000. Nicht 244, 224.000. Da hat er geschrieben 4. Gut. 6. 2. Oh, alles kleine geile Zahlen. 11. Ah, 100.000 geht noch. 13. Die Mille ist weg. Die Mille ist weg. Die Mille ist weg. Kann man nichts machen. Und 14. Die Mille tut weh. Die Mille tut weh. Er bietet dir 59.000. Mehr als eben, aber du musst weiterspielen. Aber die Mille tut weh. Die Mille tut richtig weh. Die Mille tut richtig weh. 4 Zahlen bitte, Masud. Die Mille tut richtig weh, Alter. Die Mille tut richtig weh. Digga. Nein, 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 mach ich nicht. Dann will der Nächste auch und dann... Nee, 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 komm. Schreib 4 Zahlen rein, Digga, das ist einfach nur Lack. Schreib 4 Zahlen rein. Schreib 4 Zahlen rein, komm. Ich will nicht. Schreib 4 Zahlen rein. Es ist einfach nur Spaß, Mann. Es geht doch hier um GTA 5, mein Gott. Klar. Aber scheiß doch drauf, komm. Schreib einfach 4 Zahlen. Nee, 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 ja, 15. Ja, genau, die 4.
Pass auf, ich sage, hier ist die 1, hier ist die 500.000 drin. Pass auf, hier ist der 1 Euro drin. Okay. Habe ich direkt richtig gelegen? Hier ist 500.000 drin. Oh, hier ist 500... 500.000 weg. Oh mein Gott. 17. Du kannst es noch schaffen. Du kannst es noch schaffen, weil du ja immer noch die 750.000 hast. Und 18. Es sieht... Er bietet dir mehr. Er bietet dir noch mehr. Aber noch nicht so viel wie bei Arwan. Aber er hat erhöht. Du musst weiterspielen. Vielleicht musst du bis zum letzten Koffer und dann musst du... Es ist ja nur noch ein Koffer jetzt über dem Angebot von Arwan. Das heißt, du musst jetzt durchspielen. Du musst durchspielen. Du musst durchspielen und Lack haben. Drei Zahlen, Masud, komm. Damit die anderen auch noch drankommen. Drei Zahlen. Du musst bis zum Ende spielen. Du musst bis zum Ende spielen und hoffen, dass du 750.000 kriegst. Anders geht's fast gar nicht. Außer du hast am Ende noch die 200.000 und 750.000. Dann bietet dir nämlich die Mitte. Dann kannst du es auch noch schaffen. Also noch ist alles drin. 19. Aber wenn die 750.000, wenn du die jetzt erwischt, dann hast du verloren, weil er wird dir ja nicht mehr bieten als der höchste Koffer. Dann können wir das Spiel schon bei dir beenden. 25.000 sage ich schon. 25. Oh, du lachst rum. 23, wenn jetzt... Oh, Digga. Oh, geht noch, du hast noch... Er wird wieder erhöhen. 122, jetzt. Zwei Koffer. Zwei Zahlen, Masud. Digga, wenn du nicht die hohen kriegst, dann ist auch alles drin. Wenn du jetzt, ja, du brauchst nur nicht die beiden. Alle anderen sind okay. Du kannst schaffen. Du kannst es schaffen. Zwei Koffer. Richtig spannend gerade. Zwei Koffer, Masud. Zehn. Du kannst es nur schaffen. Alles gut. Du kannst es nicht mehr schaffen. Masud, leider. Ja, es bringt nichts. Wir nehmen jetzt an, damit das Spiel zu Ende ist. Du kannst es nicht mehr schaffen, sorry. In deinem Koffer war 1 Euro. In deinem Koffer war 1 Euro. Du hast genauso viel Pech in diesem Spiel wie in COD. Du stirbst immer als Erster. Alles gut, Masud. Das ist unglaublich. Er hat tatsächlich, ja, Vincent, sagst auch, er hat tatsächlich die 1 Euro. So. Masud raus. Oliver Faud, bist du da? Oliver. Sein Name war hier Oliver Faud. Olli, bist du da? Das ist übrigens mein Cousin. Ich schreibe hier mal kurz WhatsApp, ob er da ist. Olli. Du bist dran. Ich schreibe ihn gerade bei WhatsApp. Machst du mit? Live-Chat. Okay, mache danach. Gut, okay. Okay, dann machen wir jetzt erst Rührei. Bist du da? Rührei-Junge, bist du am Start? Rührei-Junge. Sonst ist King Albert dran. Rührei-Junge scheint nicht da zu sein. King Albert, wir machen mit dir, ist egal. Mach mal du, komm. King Albert, sag mir deinen Koffer. Welchen willst du nehmen? Masud 1 Euro. Geil, der Junge. Und du hättest ja trotzdem gewinnen können, hättest du nicht die Dicken vorher gepickt. Aber egal, kann man nichts machen. 12. Du nimmst die 12 und bitte direkt 7 Zahlen raushauen, die ich öffnen soll. Masud 1 Euro. Geil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganz geile Taktik. Kann klappen. Kann aber auch nicht klappen. Bisher gut. Sehr gute Taktik. 400.000, Arrivederci. Tschüss. Ja, wenn ich hier fertig bin mit nur die Dingsbums, dann zocken wir COD. 5. Mal hier durchklicken. Oh, bisher ganz gut. Eine dicke. Bisher eigentlich ganz okay. Ja klar, No Deal schreibst du. Ja, musst du ja auch erstmal. Du musst erstmal hochkommen. Arwan führt immer noch. Er bietet dir jetzt schon 42.000. Eigentlich eine hohe Summe für die erste. So, 6 Zahlen bitte.
Willst du so weitermachen? 8, 9, 10, 11, 12, 13? Willst du so machen? Oder jetzt von hinten? Was machst du jetzt? King Albert. Okay, er macht so weiter. Ja, kann man. Ist doch egal. Es ist eh Glück. Es ist einfach nur Glück. Bisher sieht's gut aus. Bisher sieht's scheiße aus. Die Million ist weg. Die Million ist weg. 10. Ja, läuft doch. Die Taktik, beste Taktik. 11. Ja, aber noch alles drin, noch alles drin, noch alles drin. 100.000, ja, er sagt trotzdem nice one, okay. So, letzter Koffer, 14. Ja, darf ich mal sagen. Du kannst es noch schaffen. Du kannst es noch schaffen, aber du musst natürlich, ja, Noti ist ja klar. Aber du musst jetzt sehr, sehr viel Glück haben, dass 300.000, 500.000 bleibt und du musst noch ganz schön viele Koffer picken. 4 Zahlen, soll ich so weitermachen? 15, 16, 17, 18 oder was? Bleibst du dabei? Oder änderst du deine Taktik? King Albert. Oh, jetzt geht er von hinten. Jetzt will er es wissen. 50er. Also jetzt musst du sehr, sehr viel Glück haben, um es noch zu schaffen. Arwan, es sieht sehr gut aus für dich. Du führst noch. Und somit bist du schon raus. Also das war jetzt gerade die... Ich glaube, das war das schnellste ever, ne, oder? Du kannst es nicht mehr schaffen. Du kannst es nicht mehr schaffen. Du bist Tschüssikowski. Also das ging mal flott. Direkt alle Sticken raus. Ja, du bist raus. King Albert, sorry. Du hast es leider nicht geschafft. Ich nehme das jetzt hier natürlich an, ist ja jetzt egal. Bei dir wäre übrigens drin gewesen, 750 Euro. Überweise ich dir. Kappa. So, der nächste. Olli, bist du jetzt da, Oliver? Und dann kommt noch Vincent. Ist dann noch irgendwer da, der mitmachen will? Olli und Vincent. Haben wir noch einen vergessen? Play again. Gut, Olli. Dann such dir schon mal einen Koffer aus. 1 bis 26. Die Werbung ist in 2 Sekunden weg. Und wahrscheinlich haben wir Katzen-T-Shirts. Nehme die 19. Er nimmt die 19. Und jetzt 7 Zahlen, die ich aufmachen soll. Der war ja mal lost. Digga, du hast auch noch 15. Hallo? Hallo. Die hören dich jetzt auch, ne? Ja, alles klar. Das hier ist Olli. So, wir öffnen jetzt deine Koffer. 25? Ja. Du musst 224.000 überbieten, ne? Ja, okay. Was ist denn jetzt gerade weggegangen? 1 Euro direkt. Oh, sehr gut. 26? Direkt die Live-Communication mit der Community. 1? Ey, du hast die bisher 1 und 5 weg. What the fuck? Oh, 200.000 weg. 2. 11. 12. Eieieiei. 400.000 weg. 25 weg. Er bietet dir 39.000, müssen wir natürlich ablehnen, ne? Weil du musst ja die 224.000 überbieten. Ja, ablehnen, alles klar. So, sag mal Koffer jetzt so an. Ich klicke. 6 Stück. Ah, Mann, hast du einen Delay, Alter. Ja, du musst den Stream jetzt ausmachen. Also, 13, 14. Lautlos. Warte. 13. Dein Live-Kommentar bitte. Er sagt nichts. Ja, 14, ja doch, 14. Eine Mille ist weg, ne? Ja, hab ich gesehen. Hast du gesehen, ne? Weiter? 14. Hab ich schon. Achso, alles klar. Warte. Ja, du bist im Video jetzt die ein bisschen... Die 4 und die 8, bitte? 4. Und die 8? 300.000, oh. Die 8, da ist drin... 500.000, eieieiei. Wow. Also du kannst es nur noch schaffen, wenn du diesen Koffer überlässt mit 750.000, sonst hast du schon...
verkackt. Was noch? Jetzt wieder zwei, ne? Die 5 und die 9, bitte. 5. Alter Schwede. Ja, er wird dir jetzt Scheiße bieten, du musst weiterspielen. Du musst auf die 750.000, das ist die einzige Zahl, jo, die dich retten kann. Ja, klar. 4 Koffer, bitte. Ich sehe es noch nicht, warte. Jetzt. Die 20, die 21 und die 22. 20? Und die 3. Also sobald jetzt die 750.000 ist, können wir aufhören, weil dann kannst du es nicht mehr schaffen. Aber zweimal gelackt. 22. Oh, ich bin erst bei der anderen Zahl. Alter, krass. Ja, ja, es ist 5 Sekunden oder so. Mm. Aber bisher 3 niedrige weg. Was hast du als letzte Zahl gesagt? 23? Die 3. Ach, die 3? Ja. Warte mal kurz. Lava Mongoli. Ja, du kannst noch mitmachen. Die 3 in der 3 ist... 10.000. Also du lebst noch. Er bietet dir 65.000. Du musst aber weiterspielen. Weiter, weiter. 3 Zahlen. Mhm. Die 6, die 7 und die 18. Ich sage jetzt mal nichts, ich will, dass du es im Livestream siehst, ne? Deswegen. Ja, okay. Also die 6. Immer so vor mir, ja. Ja, ja, ich bin 6, immer vor dir. Die 7 und die 18. Excellent. 6 und 7 war sehr, sehr gut. Und die 18? Ja, bitte. Oh. Das war's. Da war die 750.000 drin. Ja, jetzt sehe ich. Ja, ja, kommen wir erst später. Das heißt, du hast leider auch nicht Avan überbieten können. In deinem Koffer wäre übrigens die 10 Euro gewesen. Also 10 Euro. So, alles klar, danke fürs Mitmachen. Ich melde mich nachher, ne? Hau rein. Alles klar. So, das war mal Live Connection. Weiter geht's. Das triggert mich hier, Alter. So. Jetzt ist aber erst Vincent dran. Vincent. Und dann ist Laval dran. Ich glaube, sonst haben wir alle, ne? Noch sonst irgendwer im Chat, der noch mitmachen will? Aber erstmal Vincent. Vincent, such dir mal einen Koffer aus. Oh, er sagt 12, gute Zahl. Vincent sagt direkt danach auch 12. Okay. Vincent, jetzt für dich die 12. Zack, und einmal 7 Zahlen, die hier raus sollen. Du musst 224.000 überbieten, sonst hat Avan gewonnen. Ja. Dauert doch länger, als ich gedacht. Naja, gut, 50 Minuten sind wir erst on, alles gut. So lange geht das doch nicht. So. 7 Zahlen bitte, Vincent. Ach, er geht jetzt den anderen Weg. Ob das so schlau ist, sehen wir gleich. Bisher sehr gut. Der 500.000er tut direkt mal weh. 23. Ja, es geht noch. 22. Auch noch gut. 21. Na, ist okay. Ist okay für den Anfang. Wir müssen natürlich nur die machen. So, nächste. Nächsten 6 Koffer bitte, Vincent. Du bleibst bei der Taktik, gut. Nice one. Am Ende wird es eh erst spannend. Ich fieber jetzt gerade nicht so mit, aber bisher ganz gut. Jetzt, wenn du keine dicken wegmachst, sieht's gut aus. 16. Ein dicker, der tut weh. Der tut weh. Hättest du den nicht gepickt? Oh. Ja, das kommt davon, wenn man einfach alle Koffer hintereinander nimmt. Weil irgendwann sind ja mal ein paar dicke. Sind ja nicht alle dicken hier oben hintereinander. Aber gut. 64.000, no deal. Weiter geht's. 4 Zahlen. Vincent, bitte. Immer der Reihenfolge nach, gut. 13, 50.000, ja.
11. Eine Mille. Tschüss. Das heißt, ja, du musst jetzt schon die 400.000 knacken, beziehungsweise dass die bleiben, überbleiben, damit du die 224 knacken kannst. Wenn die 400.000 kommt, hast du schon verloren. 10, nochmal Glück gehabt. 9. Ja, du kannst es nur noch schaffen, wenn du die 400.000 kriegst. Aber kann sein, dass in deiner der ist. Kann sein. Du sagst in der Reihenfolge, wir machen weiter. Kann sein, dass du lachst. Kann sein. Kann sein, ist es aber nicht. Somit war es das schon für dich, Vincent. Sorry. Auch sehr, sehr zügig vorangegangen. Leider, auch du hast nicht gewonnen. Avan, du kommst immer dem Ziel näher, dass du GTA gewinnst. 224.000 ist dein Angebot gewesen. Du hattest übrigens die 15 Euro drin, Vincent. Ja, ist ein bisschen... So, Laval Mongoli, du bist, glaube ich, der Letzte. Ich frage jetzt nochmal im Chat, ist noch irgendwer da, der mitspielen will nach Laval? Anscheinend nicht. Das heißt, es entscheidet sich jetzt. Laval, du musst 224.460 Euro überbieten. Dann hast du GTA 5 für die Xbox One gewonnen. Ansonsten hat Avan gewonnen. Avan, bist du noch drin? Guckst du noch zu? Oder bist du am COD zocken? So wie ich dich kenne. So, Laval. Immer die Reihenfolge. Ich habe die 4. Oder so. Nimmst auch die 12. Gut. Und du hast auch schon die Zahlen. Sehr, sehr gut. Dann fangen wir mal an. 2. Gut. 5. Sehr gut. Avan, du bist da. Gut. Du bist führend dann, ne? Wenn er es nicht schafft, hast du gewonnen. 8. Die Mille direkt am Anfang. Das schmerzt immer, das schmerzt immer. Aber alles noch offen. 17. 19. Und die zweithöchste auch direkt hinterher. Es sieht, aber es sieht alles für dich aus, Digga. Aber noch. Ja, da kommt noch einer, der mitmachen will. Ja, warum nicht? Noch ist das Spiel nicht beendet. Noch kannst du mitmachen. Den einen hauen wir auch noch mit rein. Jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander. 17 hatte ich. 19 hatte ich. 21. Und direkt... Alter, du hast direkt alle drei oberen weg. Du kannst es noch schaffen. 400.000 und 300.000 ist ja noch drin, aber... Es sieht verdammt schwer aus. Es sieht verdammt schwer aus. 15 noch. Laval, es sieht sehr, sehr schwer aus. Wir brauchen 6 weitere Zahlen und du darfst... Ja, du darfst die beiden nicht weghaben, sonst hast du schon verloren. Accurate, du kommst danach dran. Accurate NL. Mach weg, ich gönne es Avan. Du hast nur eine Chance, ne? Komm, sag 6 Zahlen, hause raus. Es kann auch bei dir 400, 300.000 drin sein, Digga. Alles gut. Oder willst du echt aufhören? Gib nicht auf. Okay, er sagt, egal, dann klicke ich mal kurz, damit ich hier dieses eine gleich annehmen kann, damit wir eine neue Runde starten können. Ja gut, du hast natürlich echt Pech gehabt, direkt die Dicken weg, ne? Kannst du nichts machen. Ist halt Glück, da kannst du nichts machen. Guck, ich pick jetzt hier nochmal die Dicken weg, Alter. Die gönnt aber auch nicht, ne? Ja, halt, guckt so, ne? Gönnt nicht. Die Alte. Ja, jetzt, ne? So. Wir starten eine neue Runde. Ich nehme den Deal an. Mal gucken, was in deinem Koffer gewesen wäre. 5 Euro. Alles klar. Ja, so kann man natürlich nicht gewinnen. So. Ja, die 12 hat bisher nur Pech gebracht, aber du nimmst auch die 12. Gut. Aber du musst noch einen Kandidaten überleben. Er kam noch rechtzeitig. Ich muss ja fair sein. Wir haben noch gespielt. Wir haben noch nicht beendet. Wenn einer nach dem Spiel kommt, ist es spät. Wenn in dem Spiel noch einer kommt, kann er noch mitmachen. So, er nimmt auch die 12. Alles gut, alles gut. So, dann einmal 7 Zahlen von dir, bitte. Accurate NL.
schmeckt das scheiße. Boah. aber wenn du gewinnen solltest, gönn mal. 5. Oh, direkt die 300.000. Au! 13. Auch die 75.000 ist auch hoch. 9. Digga. Digga, 500.000 auch weg. Also, es sieht echt nicht gut aus. Muss mich konzentrieren. 18. Boah, ist das so warm, ne? Oh, 1 Euro. Das ist wichtig. Du hast erst ein links weg. Ne, 2 jetzt. Und die 1. Aber alles nur drin. 100.000, 750.000, 400.000. Alles über Avan. Du musst 224.000 knacken. Natürlich No Deal, weil du halt 224.000 knacken musst. So, Accurate. Nächsten 6 Zahlen bitte. Noch alles drin. Jetzt ein paar kleine weg. 6 kleine, alles gut. Noch kannst du gewinnen. Hallo, Accurate. Ah, da, okay. Hast ein bisschen gebraucht im Schreiben, alles gut. Und direkt die 750.000 in die Fresse und raus. Aber noch 2 Zahlen sind über dem Gebot von Avan. Aber es wird schwer. Es sind doch so viele Dinge, es ist schwer. 16. 26. 19. 8. Und 7. Nee, ne. Mein Handy ist gerade fast ausgegangen. 17, ne? 17, 17. Ja, du kannst noch. Kannst noch, wenn in der 12 eine hohe ist. Alles gut. 58.000 müssen wir natürlich ablehnen. Du musst 224.000 schlagen. Nächste 4 Zahlen, bitte. Nächste 4 Zahlen, bitte. Nächste 4 Zahlen Accurate. 4, 21. Oh, und direkt, immer direkt die hohe bei dir, Alter. Immer die erste. Immer der erste Koffer. Aber wenn die Mille jetzt weggeht, hat Avan gewonnen. Wenn die Mille weggeht, hat Avan gewonnen, will ich jetzt nur schon mal sagen. 21. Wenn die Mille weggeht, dann hat Avan gewonnen. 22. Es wäre so geil, wenn du bis zum Ende spielst und dann ist irgendwie 10 Euro und eine Mille und du musst dich entscheiden für den Koffer. Wobei, dann würdest du wahrscheinlich den Deal annehmen, weil du dann rüber wärst. Aber wir schauen erstmal, was noch passiert. 3 Zahlen, 3 Zahlen. Er hat dir zu wenig geboten, wir mussten No-Deal machen. 3 Zahlen. Du darfst nicht die 1 Million öffnen, sonst hast du verloren. Alle anderen Zahlen gut, aber nicht die Mille. Wenn du die Mille erwischt, tschüss, hast du verloren. Und dann hat Avan GTA gewonnen. Für die Xbox One. Premium Edition. So, 20. Oh, Digga, was ist da drin? Direkt immer dein erster Koffer an hoher. Immer. Damit hat Avan gewonnen. Avan, du hast Grand Theft Auto gewonnen für die Xbox One. Gratulation. Hat Bock gemacht, Leute. Hat Bock gemacht. Ja. Das war's auch schon. Ey, ist ganz cool, oder? Sowas zu verlosen mit so einem kleinen Spiel. Haben jetzt eine Stunde rumgebracht. Haben nicht mehr an Corona gedacht. GG, GG, alles gut, ja. Ich komme mit COD, ne? Für alle hier. David, Masud, Avan, ich komme mit COD. Ich mache jetzt den Livestream aus. Das war's mit dem Gewinnspiel. Wenn wieder eins kommt, werdet ihr benachrichtigt.
Hat mir auf jeden Fall mehr Spaß gemacht, anstatt diese Standard-Gewinnspiele mit kommentiert und dann ziehe ich ein und der hat gewonnen. Ich glaube, ich hau sowas mal irgendwie jede Woche jetzt mal wieder raus mit. Das hat Bock gemacht, hat echt Bock gemacht. Ach so, stopp! Stopp, jetzt mach ich noch eine Runde. Jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich es wissen, ob ich Avan schlage. Aber wenn ich dich schlage, kriegst du es trotzdem natürlich. So, ja, jetzt mal, wer noch will, kann noch zugucken. Wenn nicht, haut ab. Aber das will ich jetzt nochmal für mich. So, ich nehme es jetzt hier an. So. Ist das auf einer anderen Seite besser oder was? Kann sein. Ist es da besser? Ich habe es einfach nur gegoogelt. Es gibt auf mehreren Seiten, ne? Wenn es da besser ist, kann ich da machen. Kein Problem. Ich guck's mir nochmal an. Vielleicht gibt's ja auch noch andere Spiele. Keine Ahnung. Wir spielen alle gegeneinander Uno oder so. Weiß ich nicht. Der Gewinner kriegt irgendein Spiel. So, pass auf. Jetzt ich. Muss überlegen. Ich nehme die 6. Nee, ich nehme nicht wieder. Pass auf, die 12 mache ich direkt auf. Pass auf, die 12 direkt eine Mille. Das gibt's nicht! Dieses Spiel will mich verarschen, Alter! Jetzt ist da die... Komm, Alter, niemals! Ey, es ist so typisch. Ey, niemals, Alter, niemals! Jetzt ist da die Mille drin. Das gibt's da nicht. Ey, das ist nicht normal. Schon kein Bock mehr. Ey, das ist doch lächerlich. Den ersten Koffer. Die ganze Zeit ist da nur Müll drin und jetzt... Ja, gut, dass ich nicht mitspiele. Ich hau direkt alle die Dicken raus, Alter. Das ist ja lächerlich, Alter. Ich klicke jetzt irgendwas. Unnormal. Niemals. Direkt die Mille. Kann man direkt wieder auf den Tisch schauen, Alter. Wo ist mein Controller? Ich muss ihn kaputt machen. Nein, Spaß. Niemals, Alter. Aber pass auf, alles noch drin, alles noch drin. Ich klicke jetzt durch. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich kann die 224 von Avan noch knacken. Alles gut. Guck jetzt. Gut. Das war eine sehr gute Runde. Das von 30.000 erhöht auf 81. Alles noch drin. Guckt's euch an. So wird's gemacht. So wird's gespielt. Seht ihr? So wird's gespielt. Spaß, ne? Alles gut. Guckt's euch an. Einfach picken. Gar nicht nachdenken. Die 12 habe ich wieder nachgedacht. Gut, 300.000 einmal weg. Alles gut. Alles gut, 130, gut, gut. Wenn ich jetzt Kleine wegmache, habe ich Avan geschlagen. Alles gut. Alles okay. Dreckspiel! Scheiße, Mann. Alles gut. Immer ruhig bleiben. 128, alles gut. Alles gut. Ich wüsste, ich deinstalliere diese Seite, Alter. Mach Spaß. So, 2 Koffer. Alles aber noch drin. Ich habe noch 2 Zahlen über. Bitte, gönn. Alles gut. Digga, ich habe Angst. Aber ein Koffer habe ich noch, der drüber ist. Ein Koffer habe ich noch... Oh, es wird spannend. Es wird richtig spannend. Ich will die ganze Zeit die Zahlen nehmen, ne? Aber ich glaube, ich... Du Wichser, Alter. Du kleiner Wichser. Avan, du hast verdient gewonnen. Auch ich. Auch King Kovic konnte dich nicht schlagen. Digga. Nice. Was war bei mir drin? 5 Euro wie Vincent. Nee, wer hat das gesagt? Doch, Vincent, du hast alles vorausgesagt. Die eine Mille bei 12 und meine 5. Du bist der King und trotzdem hast du auch verloren. Avan hat gewonnen. Ich gehe offline. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.